Noch ein Nero-Lager. Vielleicht ist in der MME was Brauchbares. Da ist er. Der Generator hat keinen Sprit. Immer das Gleiche. Na bitte, wird nie langweilig. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Kein Strom. Ach, Scheiße. Was haben wir hier? Wo verdammt nochmal soll ich jetzt eine Sicherung herkriegen? Das ist es. Na gut, wo? Ah, geht doch. Eine Sicherung. Ja. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, das sollte klappen. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist eine verdammte Scheiße. Ich will sie alle zu mir locken. Das waren alle. Ja. Ja. Endlich. Ja, ein Nero-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Oh. Oh, geiles Zeug. Ein Mikrorekorder.
Voll ins Schwarze. Hier draußen gibt's nichts als mordende Drifter und Plünderer. Da sitzt jemand festlich. Hilfe! Hey! Hey! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hey, hey, hey! Ist okay. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Camp? Ja, ja. Wo, zeig's mir. Wo? Wo denn? Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Ich war erledigt, verdammt. Ehrlich. Vielen, vielen Dank. Oh Mann. Sag ihnen, es war Deacon. Die kennen dich. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straßen. Weg auf Steppe. Oh!
Verkehr musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen. Wer ist das? Ist da jemand? Das gibt Punkte. Das ist gut. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Okay. Weil sie Arschlöcher sind. Scharfschützen hinterhalt, verdammt. Oh Scheiße, nicht jetzt. Weniger, hä? Huh? Ah, endlich. Yes. Scheiße, der Motor streikt. Mal sehen, was da geht. Funktioniert. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Ah. Okay, schauen wir uns mal um. Wo lang? Weiter geht's. Was ist es? Oh, Scheiße, hier war ja was los. Die armen Schweine hatten hoffentlich was Wertvolles dabei. Endlich. Ja, nicht schlecht.
okay? Lass mich weiterarbeiten. O'Brien, das muss es sein. Sarge, wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen? Ich würde mir gerne ein paar Fallen ansehen. Hey, Doc, wann sind Sie endlich fertig? Ich bin kein Arzt, dann muss ich Ihnen das noch sagen. Sorry, Lieutenant O'Brien. Wie lange bleiben wir noch? Noch wer gehört? Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 2006. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten. Wahrscheinlich Davanus Atratus und Terra. Nicht um weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog. Aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wär doch mal was. Oh, oh. Was willst du? Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten der Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannten das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot. Also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernet wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute?
Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis, das hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht.